Ja, hallihallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Individuell unterwegs. Ich bin der Chris und ich bin heute mal wieder auf meiner Hausstrecke unterwegs. Und wir haben heute Samstag, den 4. Februar 2017. Wir haben jetzt mittlerweile schon ein paar Plusgrade. Ich würde mal so schätzen, so 3, 4, maximal 5. War ganz witzig, weil in München die Woche über hatte es deutlich mehr, da war Föhn und praktisch Frühling. Und als ich dann Donnerstagabend nach Wien zurückgekommen bin, nach Breitenfurt, war also noch Winter, es war Schnee. Es hat auch am Tag vorher noch geschneit. Ja, war ganz interessant. Mittlerweile ist es auch bei uns hier im Wienerwald etwas wärmer geworden und der Schnee taut. Wir haben noch ein bisschen was, aber man merkt schon, dass es doch deutlich weniger ist, als es noch in den letzten Wochen war. Und ja, ich wollte einfach die Gelegenheit nutzen, heute mal ein bisschen rauszugehen. Es ist noch relativ früh am Vormittag. Ich habe also etwas Zeit und werde dann heute etwas länger draußen bleiben, habe auch meine Hängematte mit und mein Tarp. Das werde ich mir dann irgendwo im Wald irgendwo aufbauen. Mal schauen, ob ich irgendwo ein schönes Platz finde, wo ich ungestört bin. Werde mir dort dann noch einen Tee kochen. Habe auch noch ein paar neue Ausrüstungsgegenstände mit, die ich euch zeigen und vorstellen möchte. Da gibt es dann eigene Videos dazu. Und ja, so, das ist das, was heute so ein bisschen am Plan steht. Ich möchte heute ein bisschen länger draußen bleiben. Jetzt keine übermäßig lange Tour machen, aber einfach längere Zeit draußen bleiben, ein bisschen lagern, einfach die Natur genießen, die Ruhe genießen. Weil es sind heute relativ wenig Leute unterwegs. Ja, mein Rucksack ist dementsprechend heute ein bisschen schwerer. Aber nicht allzu schlimm. Also ich schätze mal so um die 8 Kilo in etwa, wir da haben. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Und ja, schauen wir mal, vielleicht gibt es zwischendurch irgendwo was, was ich euch noch zeigen will. Ansonsten, ja, melde ich mich dann einfach wieder, wenn ich dann mein Lager aufbaue. Da seid ihr natürlich dann spätestens wieder mit dabei. Ja, ich denke, ich habe meinen Lagerplatz gefunden für heute. Ich werde mir dann zwischen dem Baum und dem Baum da drüben die Hängematte spannen. Vögel habe ich auch da, sehr nah. Kohlmeisen hauptsächlich. Ich habe heute auch schon Buntspecht gesehen, zwei Stück. Irgendwo habe ich noch einen Specht gehört jetzt vorhin. Und ja, ich werde es mir da jetzt gemütlich machen und sind verdammt neugierig. Ja, es gehen hier auch einige Wildwechsel durch, denen bin ich gefolgt, weil das meistens Wege sind, die man dann auch als Mensch recht gut gehen kann, wenn man speziell den Rehspuren folgt, was ich euch vorher gerade gezeigt habe.
Und ja, den meisten ist das offensichtlich nicht ganz so recht, dass ich da jetzt herumgehe und herumstehe. Aber das macht nichts. Ja, ich werde jetzt mal meinen Rucksack ablegen und meine Hängematte rausholen, das Tarp abspannen. Ich habe da sehr viele Bäume rundherum, wo ich das Tarp sehr gut abspannen kann, ohne Heringe auch. Also einfach an den Bäumen festmachen, brauche ich gar nicht viel herumtun. Und ja, ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los. Hängt. Das Ganze war fix aufgebaut. Da werde ich vielleicht jetzt noch die Mitte kurz noch da ein bisschen nach oben abspannen, um einfach da noch ein bisschen ein besseres Sichtfeld zu haben. So. Und einfach mal herumwickeln. Gut. Ja, soweit. Ich denke, mein Lagerplatz sollte soweit jetzt fertig sein. Wird, denke ich, eine ganz gemütliche Geschichte heute da draußen. Ich könnte jetzt noch das Moskitozelt hier aushängen und dann die Hängematte noch umdrehen. Aber ich denke, ich lasse das so, das ist okay. Stört mich jetzt nicht wirklich. Und ich werde jetzt dann noch meinen Kocher aufbauen. Suche mir da jetzt einen ebenen Fleck, vielleicht noch irgendwas zum drunterlegen. Vielleicht finde ich irgendwo einen Stein oder irgend sowas in die Richtung. Oder ein paar Äste, die ich als Bodenschutz dann verwenden kann. Ja, und dann würde ich sagen, werde ich mir nachher erstmal einen Tee machen. Und ja, wenn ich dann die Kocher aufgebaut habe, werde ich euch noch so ein bisschen durchs Lager führen, werde ich ein bisschen die Umgebung noch zeigen. Ich habe da vor mir wunderschönen Wald, habe hinter mir mit dem Tarp recht gut abgetarnt. Ein Stück weiter unten ist eine Lichtung drüben. Dort bin ich auch gekommen, aber das ist schön weit herum, es ist schön weit weg von den Hauptwegen. Also da herum sollte ich jetzt für heute meine Ruhe haben, denke ich. Ja, werden wir dann nochmal mein Sitzkissen daherlegen, weil es geht dann schon von unten natürlich relativ kalt, dadurch, dass ich keine Isomatte drinnen habe. Die könnte ich dann noch reintun, an und für sich. Also da ist nochmal so ein Einschub drinnen.
in der Hängematte. Ich werde euch die auch irgendwann mal demnächst auch nochmal genauer vorstellen. Und werde ich das dann alles nochmal genauer zeigen. Und ja, also man hat dann praktisch hier diese Öffnung von diesen zwei Lagen und kann dann da eine Isomatte reintun, um dann eben von unten nicht entsprechend einfach Isolation zu haben. Speziell wenn man dann schlafen will in der Hängematte und übernachten will, dann empfiehlt sich das natürlich. Und ja, das Ganze ist von Exped, das Couch Hammock Kombi UL, das heißt Kombi, weil auch eben das Tarp dabei ist. Und ja, ist nicht ganz billig das Ding, aber ist echt richtig gut, ist extrem leicht, ist im Ultralight, auch das Tarp ist sehr, sehr leicht. Und ich habe da unter dem Tarp habe ich schon einige Male auch schon mehrere Tage geschlafen mit einem Feldbett. Das hat auch sehr gut funktioniert, einfach die zwei Wanderstecken an jedem Ende einen und dann das Tarp einfach zeltförmig drüber gespannt. Hinten und vorne offen, Feldbett rein, Isomatte drauf, Schlafsack, wunderbar. Ist natürlich eine Konfiguration, die jetzt bei Regen eher nicht so zu empfehlen ist, weil es einfach hinten und vorne offen ist. Das wäre jetzt zum Beispiel dann entsprechend dann mit der Hängematte nicht so dramatisch, tatsächlich. Weil man eben diese gebogene Form hat, wenn man liegt und dementsprechend auch dann das Wasser nicht so rankommt. Ich habe das allerdings selber noch bei Regen noch nie wirklich probiert mit der Hängematte. Ich werde das vielleicht auch irgendwann jetzt mal machen. Mal schauen, keine Ahnung. Wäre mal ein interessanter Test auf jeden Fall, wie sich das tatsächlich verhält, wenn man dann bei der Hängematte das tatsächlich nur so dachförmig drüber spannt. Kommt wahrscheinlich auch sehr stark dran auf die Windrichtung und die Richtung, aus der der Regen kommt, dann drauf an. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht probieren wir das auch irgendwann mal. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt mal meinen Kocher errichten und werde ich dann einmal durchs Lager führen, wenn dann mein Wasser am Kocher steht. Ja, in dem Sinne mache ich jetzt mal weiter. So, mein Lager ist fertig. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Tee, Himbeer, Zitrone und Rhabarber, Grapefruit, meine Tasse, mein Wasser, Taschenmesser, mein Feuerstahl, Magnesiumstab, noch ein bisschen Obst in der Haube drinnen. Die Hängematte wird hier ganz einfach eingehängt in diese Knotenseile mit den Karabinern. Ihr habt das hier beim Aufbau gesehen, sehr, sehr schnell. Ja, da haben wir jetzt den Kocher. Schön aufgebaut auf Holz, auf einem Ast, den ich gefunden habe am Boden. Der Kocher brennt schon. Einmal kurz ein paar Funken vom Feuerstahl und schon Liefer. Jo. Ich werde jetzt dann mal mein Wasser aufsetzen. Vielleicht hört man das, dass er brennt. Ich glaube schon. Sehen tut man ja fast nicht. Gut, dann Topf drauf und jo, los geht's. Jetzt kann das Wasser kochen. Ich werde mir jetzt dann meine Tasse nehmen und den Tee schon mal herrichten. Vielleicht ein bisschen Obst essen. Jo, ich würde sagen, ich hole euch jetzt dann noch ein bisschen ran, werde das Stativ etwas näher stellen und dann ja, werden Sie mir ein bisschen da heraus und zuschauen und werde dann zwischendurch noch ein paar Ausrüstungsgegenstände vorstellen.
Ja, ich wollte euch ja noch was zeigen, nämlich meinen Blick hier hinaus von meiner Hängematte weg. Schaut euch das mal an, Leute. Ist das nicht herrlich? Wir haben auch hier ganz viele abgestorbene Bäume. Also, wenn es erlaubt wäre hier bei uns, könnte man da richtig gut Feuerholz machen. Naja, ist aber bei uns in Österreich leider nicht so einfach. Weil es wäre bei uns Diebstahl bzw. Sachbeschädigung, je nachdem, was man mit dem Holz dann macht. Naja, ist nicht so einfach bei uns mit Bushcraften und solchen Sachen. Aber man kann auch so die Natur genießen. Ich habe halt eben meinen Spiritusbrenner mit. Geht auch. Ja, ich habe es mir jetzt hier ein bisschen gemütlich gemacht. Genieß die Ruhe. Ist absolut windstill. Hab vorher meinen Tee getrunken, eine Banane gegessen. Jetzt geht es mir wieder richtig gut. Wobei, es geht mir eigentlich den ganzen Tag schon gut. Hört ihr die Vögel? Rundherum? Herrlich. Wunderbar. Frühling kommt. Zumindest wenn es nach den Vögeln geht. Ja, ich habe jetzt noch einen zweiten Tee gemacht und werde ihn jetzt noch gemütlich trinken. Die Sonne kommt raus, schöner blauer Himmel, herrlich. Kein Wind, unglaublich schöner Tag. Wunderbar. Ja, ich werde jetzt noch meinen Tee trinken in Ruhe und dann schön langsam alles wieder wegpacken. Das Tarp abbauen. Dann noch die Hängematte abbauen. Alles wieder ordentlich verstauen. Im Rucksack wieder packen.
Und dann werde ich schön langsam, gemütlich wieder runtergehen auf den Hauptweg und ja, schön langsam wieder Richtung zu Hause marschieren. Aber jetzt derweil genieße ich noch diesen schönen Platz hier. Ich glaube, da werde ich noch öfter herkommen. Weil ich glaube nicht, dass da in der Gegend recht viele Leute durchkommen. Weil es sind überall die toten Bäume, liegen kreuz und quer. Windbrüche, Schneebrüche. Und schaut jetzt nicht sehr bewirtschaftet aus da. Zumindest im Moment. Kann sich bei uns relativ schnell ändern immer. Aber es ist halt ein Wirtschaftswald, ein Nutzwald. Dementsprechend muss man einfach damit rechnen, dass hin und wieder auch mal irgendwo geschlägert wird. Aber ich denke, der Abschnitt da, da ist es noch nicht so lang her. Weil es stehen da noch nicht so wirklich die richtig alten Bäume herum eigentlich. Also ich würde mal schätzen, von dem, was da so steht, das ist alles noch relativ junger Bestand. Ich würde mal sagen, vielleicht so 10 Jahre oder so. Ich glaube, da habe ich noch ein bisschen Zeit, bis da wieder durchgeforstet wird. Und offensichtlich bleibt auch das Totholz liegen, was ich gut finde. Und es geht jetzt auch nicht so richtig einen Weg irgendwie durch. Was ich schaue, steht relativ gut, dass ich da recht ungestört bin, auch wenn dann wieder das Frühjahr kommt und der Sommer. Ich glaube, diesen Platz, den werde ich mir merken. Ich habe auch mein GPS mit. Ich werde mir den Platz markieren. Ja, und ich hoffe, ich kann dann auch öfter herkommen und noch das eine andere Video auch noch drehen. Und einfach die Ruhe da genießen. Herrlich. Unglaublich. Wunderschön. Ja. Prost. Leute, ich bin fertig. Lager ist soweit wieder zusammengeräumt und sauber verlassen, kein Müll, so wie sich das gehört. Und ich mache mich jetzt schon langsam und gemütlich wieder auf den Heimweg. Also dann, es gibt dann vielleicht am Weg zurück noch so ein paar Impressionen, aber ich nutze die Gelegenheit schon mal, um mich von euch zu verabschieden. Es war ein wunderschöner Tag hier draußen, hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, macht es gut. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass es rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.
Leute, jetzt muss ich mich doch noch mal melden, weil es ist echt super schön, die Sonne heraus. Und es ist echt irre, wie warm es gleich ist, wenn die Sonne rauskommt. Ich habe mir jetzt meine Jacke ausgezogen und werde jetzt dann mich weiter marschieren, aber ich wollte euch das einfach noch zeigen. Unglaublich, wie warm es gleich wird mit der Sonne. Irre. So, Leute.